Hallo und herzlich willkommen, Andreas Liebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute wieder mit dem Thema Fitness over 50. Warum? Weil ganz viele draußen sind, die sind über 50, gehen auf die 50 zu und suchen natürlich im Moment den Weg ins Fitnessstudio, den Weg zur besseren Fitness, den Weg zum besseren Körper, den Weg zum besseren Lifestyle. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich mein 30-jähriges Fachwissen hier anwenden werde und euch ganz viel Content liefere. Warum? Weil es ja wert seid. Ja, ganz einfach, natürlich. Schon lange nichts mehr gemacht, schon ewig nichts mehr gemacht. Und dann fängt man an und sagt, yes, jetzt habe ich wieder Lust, jetzt möchte ich wieder was machen. Jetzt würde ich gerne wieder mit Sport einsteigen. Gut. Und zum Sport gehört natürlich auch eben ein bisschen das Wissen, was ich tue. Und in der Regel, die meisten, die zu mir kommen persönlich, die haben über 50 oder an die 50 Jahre angehend das Problem, dass doch das Körpergewicht meistens etwas zu hoch ist. 10, 15, 20 Kilo müssen runter. Und da ist es ganz wichtig, dass man weiß, was muss ich eigentlich tun. Ich muss eindeutig entscheiden, jawohl, ich möchte Körperfett abbauen. Jawohl, ich möchte Muskelmasse aufbauen. Jawohl, ich möchte mobiler werden. Das heißt, ich muss natürlich von vornherein auch einmal eine Entscheidung treffen und sagen, was habe ich tatsächlich vor. Gut, und wenn ich tatsächlich 10, 15 oder 20 Kilo Übergewicht habe, dann wäre es ganz gut, wenn man sich erstmal mit einem sogenannten Fettstoffwechseltraining beschäftigt. Und das Fettstoffwechseltraining funktioniert natürlich ganz anders, wie wenn ich einen Muskel aufbaue. Also eindeutige Entscheidung treffen und sagen, okay, Fettstoffwechsel. Dann heißt es, welche Wiederholungszahl muss ich fürs Fettstoffwechseltraining absolvieren? In welchem Zeitfenster sollte die Belastung sein? Das heißt, wie lange sollte ein Satz im Training dauern? Und dann soll man wissen, wie lang sind die Pausenzeiten von einem Satz zum anderen? Und dann sollte man wissen, was tue ich natürlich noch im Bereich des Intervall-Cardio-Trainings oder Cardio-Training insgesamt? Was mache ich da? Mache ich da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde Cardio-Training? Mache ich lieber eine halbe Stunde Intervalltraining? Welchen Intervall sollte ich nutzen? Sollte ich 3 Minuten langsam laufen, 1 Minute schnell laufen, 5 Minuten langsam laufen, 2 Minuten schnell laufen? Das sind alle Infos, die sollte man wissen. Warum sollte man die wissen? Aus einem einfachen Grund, damit natürlich der Plan funktioniert. Wenn ich vorhabe, ich möchte Körperfett reduzieren, und ich gehe dreimal der Woche ins Fitnessstudio und mache einfach einen Satz, zum Beispiel Latzug, und ziehe hier 8 Mal und mache das in 16 Sekunden und habe danach wieder 2 Minuten Pause, mache das nochmal und das Ganze mache ich 1 Stunde, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit der Fettstoffwechsel nicht funktionieren. Deswegen, ihr Lieben, informiert euch dazu. Ich werde euch weiterhin mit Informationen versorgen, 100%. Warum? Kennt ihr meinen Spruch? Deine Fitness, meine Aufgabe. Deswegen bleibt am Ball, bleibt dran, schreibt mir oben in die Kommentare rein, was ihr alles wissen wollt. Ich werde es versuchen, alles abzuarbeiten in Form von Videos, und dazu braucht natürlich ein bisschen Input von euch. Also gebt mir Input und ich liefere euch die Infos. Das war's, Andreas Liebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Bis bald!